Damen und Herren, nachdem ich Ihnen das letzte Mal erklärt habe, was innere Energie ist, nämlich die mittlere Bewegung von Molekülen oder von jedem Stoff in einem Gas, egal, hier habe ich das Beispiel Wasser aufgemalt, auch innere Energie in Wasser bedeutet, das ist die mittlere kinetische Energie der Wassermoleküle, wie sie sich in einem Gas bewegen, möchte ich Ihnen nun den ersten Hauptsatz der Thermodynamik herleiten, den wir dafür brauchen, um Änderungen von innerer Energie letztendlich bestimmen zu können. Im Endergebnis, wie eben schon gesagt, ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Änderung der inneren Energie nicht nur in einem Gas, sondern in einer Flüssigkeit, in einem Gas, in was auch immer, die Änderung des Volumens ist oder die negative Volumenänderung mal Druck, der gerade vorherrscht. Das heißt, wenn mein Volumen kleiner wird, wird die innere Energie in diesem Gas größer. Wird das Volumen größer, dann wird die innere Energie kleiner. Plus das, was wir an Wärme zuführen. Und wenn man es ganz genau nimmt, kann man da auch noch Dissipationsprozesse hinzufügen, die ich jetzt aber nicht weiter behandeln möchte. Das wäre vielleicht ein vollständiger Satz des ersten Hauptsatzes. Man kann aber diese Dissipationsprozesse auch als Wärmezufuhr betrachten. Wärmezufuhr durch Dissipation beispielsweise. Wenn ich die Hände aneinander reibe, im Mittel ist die Bewegung null, keine Bewegung vorhanden. Aber es führt eben dazu, dass meine Hände immer wärmer werden. Ja, das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Wichtig ist eigentlich dieser Term der Volumenänderung. Die Volumenänderung ergibt sich natürlich in inkompressiblen Fluiden. Ist keine Volumenänderung vorhanden, da fällt der Term weg. Das heißt, die innere Energie in einem inkompressiblen Fluid oder in einem Feststoff ist nur das, was an Wärmezufuhr dazu kommt. Deswegen wird in der Thermodynamik auch meistens, oder wenn man den ersten Hauptsatz behandelt, Gase behandelt, weil erst dann kommt er natürlich in seiner vollen Schönheit zur Wirkung. Volumen ändern sich bei Festkörpern und bei inkompressiven Fluiden natürlich nicht. Das dazu. Und was ich Ihnen zeigen will, ist, dass das kein Grundgesetz ist oder sonst was, was man immer sagt, das ist nicht ableitbar. Doch, das ist ein ganz einfaches physikalisches Gesetz oder was sich auch aus anderen Gesetzen ergibt. Ja, nochmal zur Wiederholung. Wir hatten für ein Partikel in der letzten Vorlesung die innere Energie abgeleitet. Die innere Energie entsteht dadurch, dass ich einfach die Bewegungsgleichung für ein Partikel betrachte. Das führt mittlere Bewegung aus, die tatsächlich dauerhaft seinen Ort ändern und viele Fluktuationen. Und diese Fluktuationen genau sind die innere Energie, die dieses Partikel hat. Wenn ich die mittlere Bewegung alleine betrachte, sie von der Gesamtbewegung abziehe, bleibt nur die Fluktuation stehen. Die Fluktuation im Mittel verschwindet. Wenn ich aber diese Gleichung mit der Geschwindigkeit selbst, Fluktuationsgeschwindigkeit selbst multipliziere, entsteht hier die kinetische Energie der Fluktuationen. Und die entsteht aus fluktuierenden Kräften und fluktuierenden Geschwindigkeiten. Ja, das eine nenne ich dann innere Energie und das andere nenne ich Wärmezufuhr. Das war genau das hier. Das hier ist also die innere, ein halb mv-Quadrat gemittelt ist die innere Energie für ein einziges Molekül und das ist die Zufuhr an Wärme, Q-Punkt oder wie man es auch immer bezeichnet. Nicht zu verwechseln in der Strömungsmechanik mit dem Durchfluss. Ganz wichtig, Q dummerweise in der Strömungsmechanik ist der Durchfluss, in Kubikmeter pro Sekunde, in der Thermodynamik ist es die Wärmezufuhr. Ja, und das möchte ich einmal, das ist also unser erster, das ist der erste Hauptsatz ohne Volumenänderung und ich möchte jetzt eigentlich im Schwerpunkt diesen Term hier herleiten. Das reicht also aus für Festkörper und Flüssigkeiten, inkompressible Flüssigkeiten. Wenn ich aber Volumenänderungen bei Gasen auch betrachten möchte, dann hat der erste Hauptsatz der Thermodynamik diese Form. Ich möchte kurz diese Form herleiten. Wo kommt er? Es funktioniert folgendermaßen. Der Weg zum ersten Hauptsatz geschieht folgendermaßen. Ich gucke erst mit ein Teilchen an, stelle die Impulsbilanz dieses eines Teilchen aus, nehme das mit der Geschwindigkeit dieses Teilchen mal, dann komme ich auf die Energiebilanz und dann summiere ich über alle Teilchen eines Systems, also meines Gaskörpers hier in diesem Raum oder meines Festkörpers und dann bekomme ich die Vielteilchen-Energiebilanz raus und das wird sich herausstellen, genau das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, stellen wir mal die Bewegungsgleichung für ein Teilchen auf.
das Teilchen I. Wir betrachten jetzt also hier in meinem Wasser oder sonst wo, das kann Wasserdampf sein, wenn es gasförmig sein soll, oder flüssiges Wasser, betrachte ich hier ein Wassermolekül, dann ist die Bewegungsgleichung gleich Masse mal Geschwindigkeit dieses Teilchens ist gleich Gewichtskraft, was auf das Teilchen wirkt, dann sonstige Kräfte, was weiß ich, was für Kräfte auf dieses System, auf dieses einzelne Teilchen ausüben. So, und alle anderen Teilchen beeinflussen mein eines Teilchen ja auch. Und die Beeinflussung aller anderen Teilchen, meines einen Teilchens, wird immer als Druck beschrieben. Druck entsteht dadurch in einer Flüssigkeit, in einem Gas, dass alle anderen Teilchen ja dieses Teilchen beengeln, seine Bewegungsmöglichkeiten einschränken. Das bezeichnet man ganz allgemein als Druck. Und um die Druckkraft aller anderen Teilchen auf dieses eine Teilchen zu bestimmen, muss ich den Druck über eine repräsentative Fläche integrieren, eine repräsentative Fläche, die unser Teilchen repräsentiert. Das ist die Idee. Das wäre jetzt also die Impulsbilanz eines Teilchens. Ja, diese hatte ich schon gesagt, damit ich eine Energiebilanz daraus mache, nehme ich einfach diese Gleichung mit der Geschwindigkeit mal. Nichts Kompliziertes. Einfach diese Gleichung mit der Geschwindigkeit mal genommen. I bedeutet, dass es sich um das i-te Teilchen handelt. So, dann wird dieses dv nach dt mal v wird zu 1/2 v² nach dt, denn laut Produktregel ist das ja einmal vdv nach dt plus vdv nach dt das andere, und das heißt also, dann stehen hier 2dv nach dt, deswegen entsteht das 1/2 drin. Das ist immer der Trick, wie aus Impuls mal Geschwindigkeit kinetische Energie entsteht. Immer der gleiche Trick. Das ist das Erste. Also wir haben hier an der Stelle die kinetische Energie eines einzigen Teilchens wird verändert durch Gravitation, durch äußere Kräfte und wieder durch den Gesamtdruck hier an der Stelle mal Geschwindigkeit. Ja, und jetzt summiere ich die Gleichung, weil ich die Gesamtenergie meines Festkörpers, meiner Flüssigkeit oder meines Gases herausbekommen möchte, über alle Teilchen, die da drinnen enthalten sind. Ich schreibe also vor jedem Term einfach nichts Kompliziertes. Ich schreibe vor jedem Term einfach eine Summe. Summe über alle Teilchen. Und jetzt betrachte ich die einzelnen Terme und fasse sie zusammen. Hier an der Stelle steht, die Summe aller Geschwindigkeiten mal Massen. Summe aller Geschwindigkeiten mal Masse ist laut im Schwerpunktsystem die Gesamtmasse mal Schwerpunktgeschwindigkeit. Wenn sich ein Teilchen in diese Richtung und ein Teilchen in diese Richtung bewegt, dann bewegt sich der Schwerpunkt in der Mitte in diese Richtung. Das haben wir mal gelernt. Summe aller Massen mal Geschwindigkeiten ist Gesamtmasse mal Schwerpunktgeschwindigkeit. Das heißt, an der Stelle hier kann ich schon schreiben, mi mal vi ist gleich Gesamtmasse mal c wie Center of Mass Schwerpunktgeschwindigkeit. Hier steht also nichts anderes als m mal g mal Schwerpunktgeschwindigkeit. Wenn Ihnen das entfallen ist, sollten Sie die Vorlesung über Schwerpunktgeschwindigkeit in Kinematik und Dynamik oder in entsprechenden Büchern nochmal nachlesen. Ja, dann habe ich also den Gravitationsterm einfach hier ersetzt durch Gesamtmasse meines Systems mal Gravitationsbeschleunigung mal Schwerpunktgeschwindigkeit. Gut, das weiter. In den anderen Termen ersetze ich jetzt das Vi jetzt durch die Schwerpunktgeschwindigkeit, also jedes einzelne Teilchen, die Geschwindigkeit jedes einzelnen Teilchen setzt sich zusammen aus der Schwerpunktgeschwindigkeit und seiner Eigengeschwindigkeit. Wenn sich also zwei Teilchen in dieser Richtung bewegen, dann bewegt sich der Schwerpunkt gar nicht, sondern das eine in diese und das andere. Wenn sich zwei Teilchen so bewegen, dann ist die Schwerpunktgeschwindigkeit in diese Richtung und das eine geht vielleicht ein bisschen hoch und das andere in diese Richtung. Dann fallen sie auseinander. Ich zerlege also jede Einzelteilchengeschwindigkeit in Schwerpunktgeschwindigkeit plus Abweichung von der Schwerpunktgeschwindigkeit. Dann ist die Summe Masse mal Abweichung von der Schwerpunktgeschwindigkeit gleich Null. Das sind die klassischen Schwerpunktmittlungsgesetze. Das setze ich jetzt hier ein und hier ein. Hier lassen wir das, hier brauchen wir das nicht einsetzen. So, das heißt, hier setze ich das ein. Dann steht hier Vi², das ist Vc plus V Abweichung von der Schwerpunktgeschwindigkeit, Vc plus Abweichung von der Schwerpunktgeschwindigkeit. Ja, und diesen Term möchte ich jetzt mal erstmal vereinfachen. Wenn ich das quadriere, das heißt Vc mal Vc steht hier Vc². Und wenn ich Vi mal Vc quadriere, Vi mal Vc quadriere und über alle Teilchen addiere, dann ist das wegen diesem Gesetz 0.
Muss man sich jetzt nicht genau an der Stelle nachvollziehen, aber ist so. Weil VC kann ich dann davor packen. Genauso, wenn ich hier VC mal VI mal VC hier mache, also VC mal VI hier und VI mal VC hier mache, summiere darüber auf, ist das 0. Es bleibt also nur VC Quadrat stehen und VI Abweichung zum Quadrat. Hier steht das. VC Quadrat und VI Abweichung zum Quadrat und die Summe aller Einzelteilchen mal VC Quadrat ergibt die Samtmasse mal VC Quadrat und hier hinten bleiben die Abweichungen stehen. Das heißt, wir haben zwei Arten von kinetischer Energie. Einerseits die kinetische Energie des Schwerpunkts und andererseits die Abweichung von der Schwerpunktgeschwindigkeit, deren kinetische Energien zu betrachten. Das setzt sich wieder in unsere Grundgleichung ein. Wir haben das also ein bisschen nicht vereinfacht, aber verändert und wir schauen uns den nächsten Term an. Ja, jetzt ziehe ich davon ab die tatsächliche Schwerpunktbewegung. Das heißt, die Schwerpunktbewegung und die Schwerpunktenergie ist Gesamtmasse des Systems mal VC Quadrat halbe ist angreifende Gravitationskräfte und angreifende mittlere Kräfte auf die mittlere Kräfte auf mal Schwerpunktgeschwindigkeit. Das heißt, das ist ja unser Energieerhaltungssatz für den Schwerpunkt. Das ziehe ich davon ab. Das heißt, der Term fällt weg, weil er hier steht. Der Term hier fällt weg, weil er hier steht. Und der Term fällt weg, weil er hier steht. Und es bleiben nur noch die Schwankungsgrößen stehen. Das heißt, die Abweichung von der Schwerpunktgeschwindigkeit, die kinetische Energie derselben, die Geschwindigkeitsfluktuation mal äußere Kräfte und der Druckterm. Die inneren Drücke, die bleiben stehen. Die möchte ich noch ein bisschen verändern, die inneren Drücke. Das hier bezeichnet man, hatte ich ja schon gesagt, wir haben es vorhin von einem Teilchen gemacht, jetzt als die innere Energie. Das heißt, die innere Energie, da beändert sich der Schwerpunkt meines Systems nicht. Aber alle kinetischen Energien der Partikel zusammengezogen, die keine Schwerpunktsänderung machen, sind dann die innere Energie meines Systems. Das als erstes. Für mehr Teilchen ist es also die gleiche Definition, wie wir letztes Mal auch gehabt haben. Dann möchte ich wieder die Wärmezufuhr einführen, so wie wir das in der letzten Vorlesung auch gemacht haben. Geschwindigkeitsfluktuationen mal äußere Kräfte, das sollen wieder die Wärmezufuhr sein, Q Punkt. Das habe ich dann hier eingefügt. Ja, das wäre die Wärmezufuhr. Und zum Schluss möchte ich Zum Schluss möchte ich diesen Term hier betrachten. Dieser Term ist die Druckkraft auf ein Teilchen mal Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit des Teilchens kann ich in das Integral ziehen, weil die Geschwindigkeit des Teilchens auf diesem Rand, über den ich integriere, ist ja das gleiche wie die Teilchengeschwindigkeit selbst. Ich ziehe das rein und integriere das über den Rand. So, und jetzt, wenn ich alle Einzelteilchen aufaddiere, diesen Randintegral für dieses Teilchen plus dieses Randintegral für dieses Teilchen plus dieses Randintegral für dieses Teilchen etc., heben sich die Grenzen zwischen den Teilchen immer auf. Und zwar deshalb, weil die Geschwindigkeit des Einzelteilchens mal normalen Einheitsvektor ist genau das Negative des normalen Einheitsvektors des anderen Teilchens, was daneben ist. Das ist wichtig an der Stelle. Deswegen heben sich die inneren Grenzen auf und es bleibt am Ende nur eine Integration über die äußere Grenze meines Kontrollvolumens übrig. Muss man sich einmal mal überlegen. Ich habe es versucht, so einigermaßen zu erklären, aber die inneren Grenzen der Einzelteilchen dieser Integration fallen weg und es bleibt nur noch eine Integration über den Gesamtrand meines Kontrollvolumens stehen. Dieses Integral müssen wir noch einmal verändern, dann sind wir schon fertig, wenn wir berücksichtigen, dass Volumenänderungen immer dadurch entstehen, dass am Rand meines Kontrollvolumens alle Teilchen sich entweder nach außen bewegen, in Richtung des normalen Einheitsvektors. Ich habe hier also ein Kontrollvolumen und der normalen Einheitsvektor geht nach außen. Wenn die Geschwindigkeit in Richtung des normalen Einheitsvektors ist, wird mein Volumen größer. Wenn die Geschwindigkeit entgegengesetzt, hier muss es V heißen, entgegengesetzt zum normalen Einheitsvektor wird, dann wird mein Volumen kleiner. Dementsprechend ist eine Volumenänderung immer Integration über den äußeren Rand des Kontrollvolumens n mal VdA. Ja, und das steht in unserer Gleichung hier. Das steht in unserer Gleichung hier n mal VdA. Ich habe jetzt hier den normalen Einheitsvektor vergessen, sehe ich gerade. Hier ist er noch, das möchte ich rüberpacken. Ctrl-Copy. Das muss jetzt hier hin.
Das wollen wir richtig machen. So. An der Stelle zumindest einmal richtig gemacht. Dann ist es ein Folgefehler. Also, das heißt, wenn wir den Druck im System als konstant annehmen, dann kann ich ihn vor das Integral packen und dann steht hier genau meine Volumenänderung oder ja, n mal vda, wie ich Ihnen das eben gezeigt habe. Hier fehlt nur der normale Einheitsvektor, das ist die Volumenänderung und dann steht hier, die innere Energie ändert sich dann, wenn ich Wärme zuführe oder wenn ich mein Volumen ändere. Das wäre der erste Hauptsatz der Thermodynamik und das ist die Form, wenn der Druck überall im Inneren konstant ist. Wenn der Druck nicht im Inneren konstant ist, dann muss ich das über den Rand meines Kontrollvolumens integrieren. Dann ist diese Form wichtig. Wenn der Druck aber konstant ist, dann kann ich diese Form nehmen. Das folgt aus unserer Herleitung. Und in der nächsten Vorlesung möchte ich mit Ihnen machen, wie hängt denn nun die innere Energie mit der Temperatur zusammen und dann können wir zu diesen Sachen auch etwas üben. So.